Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es Pizzasuppe. Dazu benötigen wir erstmal drei Paprika, rot, gelb und grün. Sehr schön, drei Stück. Und zwei Zwiebeln, dicke Zwiebeln. Knoblauch, Tomatenmark. Zwei Dosen Pilzköpfe, ich habe die erste Wahl genommen. Zwei Dosen gehackte Tomaten, man kann aber auch passierte Tomaten nehmen. Ein Becher Creme Fraiche, ein Becher Schlagsahne, eine Dose Mais. Ich habe hier 300 Gramm, nee, das sind 250 Gramm weiße und 250 Gramm braune Pilze, frische Pilze. Als Hauptzutat ein Kilo gemischtes Hackfleisch. Dann kommen noch, je nach Geschmack oder Konsistenz der Suppe, das probiere ich gleich aus, in dem Rezept stand jetzt drei Becher Schmelzkäse. Ich habe hier zweimal Sahne und einmal Kräuter genommen. Und dazu dann noch eine Flasche Barbecue, eine Flasche Steaksoße und, weil ich das noch als Rest habe, hier noch eine Texikaner Salsa. Gegebenenfalls auch noch ein bisschen Ketchup, da muss ich mal gucken, wie die Konsistenz noch her ist. Fangen wir mal an, die Paprika grob zu zerlegen. Und die Scheidewände und alles Innenleben zu entfernen, was man nicht mitessen will. Ich schneide die Paprika mal ungefähr in Eiser Deiser Größe. Das kriegen sie ja nachher nicht durch. Und noch die dritte Paprika. Ab damit durch den Nicer Dicer. Einsatz kleine Würfel. Und bevor ich es vergesse, eine Chili noch. Die hole ich mal gerade. Oh, eine Chili. Mal gucken, was die kann. Lass mal probieren. Ein bisschen, aber nur. Ist überhaupt nicht scharf. Aber egal. Die kommt trotzdem mit rein. Nur mal die Kerne rausmachen. So, den Paprika dazu. Hier noch ein Stück Paprika vergessen. Und ab mit der Chili dadurch.
Als nächstes zerlege ich die Zwiebeln in entsprechende Größe. Wieder durch den Dicer. Gleicher Einsatz wie eben. Jetzt kommt der Knoblauch dran. Indem ich diesmal nicht spare. Ich begebe mich jetzt daran, noch die Pilze etwas zu putzen. Und ich schneide meistens hier nur die Stielansätze ab. So. Und noch einmal der Nicer Dicer im Einsatz. Diesmal Scheibeneinsatz. In der Pfanne habe ich mir jetzt Öl erhitzt und gebe erstmal die Hälfte der Zwiebeln da rein. Ja. Und lasse diese etwas andünsten. Wenn die Zwiebeln etwas angeschwitzt sind, gebe ich die Hälfte des Knoblauchs dazu und lasse ihn ein wenig mitdünsten. Ja.
Nachdem nun der Knoblauch und auch die Zwiebeln schön angedünstet sind, gebe ich einen Teil des Hackfleisches dazu. Brate ist natürlich durch. Das Ganze mache ich natürlich mit dem zweiten Teil des Zutaten auch noch. Das hat auch den Grund, man sieht es ja jetzt schon bei dem Fleisch, bei dem Hackfleisch, das kocht jetzt eher als dass es brät, wegen der vielen Flüssigkeit. Daher immer nur ein Päckchen gleichzeitig verwenden. Ich salze das Ganze ein bisschen mit Meersalz. Hier habe ich Meersalz mit Knoblauch geriebenem drin. Passt ja hier ganz gut mit dem Knoblauch. Ja. Auf der zweiten Flamme habe ich jetzt einen Topf angewärmt, in den ich das Ganze jetzt reingebe. Dann schwingt die Platte wieder und fängt an zu piepen. Warum auch immer. Dann ausmachen. Wieder an. Hier Platz bei 9. Jetzt mache ich nur noch auf einer Herdplatte weiter. Und gebe zu dem Hackfleisch etwas Tomatenmark dazu. So eine halbe Tube etwa. Das reicht. Das Tomatenmark lasse ich noch ein wenig nachrösten bzw. mit anrösten hier im Topf. Gut durchmengen natürlich. Ich gebe die zwei Dosen gehackte Tomaten dazu. Zweimal. Vermengen natürlich. Die frischen Champignons in den Pott. Und ebenso auch die aus der Dose. Eine zweite Dose noch. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal ein wenig einkochen. Deckel drauf hier. Moment, wo ist denn der Deckel?
Der ist zu groß. Ja, der passt. Jetzt ist es ein wenig eingekürzt. Wir würzen mal mit Oregano. Das ist zu wenig bei der Menge. Und dann haben wir hier noch Thymian. Im Originalrezept steht Pizzagewürz, aber das habe ich nicht gefunden. Das kommt schon in etwa hin, denke ich, diese Kombination hier. Geben noch die Paprika dazu. Und ebenso noch eine Dose Mais. Und ich denke, hier ist mit Flüssigkeit gemeint. Das stand jetzt nicht explizit dabei. So, wieder ein bisschen durchziehen lassen. Ich erhöhe mal ein bisschen die Temperatur. Der Topf ist zwar jetzt fast schon voll, aber mal sehen, was ich noch reinbekomme. Laut Rezept eine Flasche Steaksoße. Und ebenso eine Flasche Barbecue-Soße. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie diese Kombination der Soßen ist. Da kann man noch ein bisschen Schärfe reingeben. Ich habe hier ja noch den Rest Salsa extra hot. Mal sehen. Die mache ich auch leer, das war nur noch ein Rest. Jetzt kommt noch ein Becher Schlagsahne dazu. Ein Becher Creme Fraiche. Das ist so flüssig. Thank you.
Und zu guter Letzt jetzt noch der Schmelzkäse. Ich mache erstmal nur 2 Päckchen rein, das dürfte auch reichen. Und das zweite noch. Ich erhitze das Ganze nochmal richtig durch, bis der Käse auch gut geschmolzen und sich mit den übrigen Zutaten verbunden hat. Und danach ist die Pizzasuppe fertig. Für mich persönlich würden hier eigentlich noch Oliven reinkommen, denke ich, weil eine Pizza ohne Oliven ist keine Pizza. Aber ich lasse mal weg. Zeit zum endgültigen Probieren. Sehr lecker das Ganze bis jetzt. Überhaupt nicht scharf. Das passt schon. Ja, ich tue noch ein bisschen Pulver rein gleich. Lecker. Richtig lecker. Dann kann man sagen, was man will. Das war wieder ein gutes Rezept, was ich da zufällig gesehen habe. Auf YouTube. Diesmal nicht auf Chefkoch. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß, wenn ihr es nachkochen solltet, und immer noch guten Appetit dabei. Euer Alex, bis zum nächsten Mal.